once happened. Es war einmal. Gautama. Gautama, der Buddha. Du hast von ihm gehört? Hm? Everybody heard of Gautama. Hat jeder von Gautama gehört? So, nun, Buddha ist nicht Buddha sein Name. Is not his name. His name sein is Name ist Gautama Siddhartha. Er wurde ein Buddha. Nun, er ist nicht der einzige Buddha auf der Welt. Es gab Tausende von ihnen und es gibt sie immer noch. Nun, eines Morgens saß Gautama in einer großen Menschenansammlung. Früh am Morgen, früher als jetzt, okay. Ein Mann kam dazu und stand dort im Schatten. Dieser Mann ist ein glühender Anhänger. Er ist ein Verehrer von Rama. Hast du von Rama gehört? Hm? Nicht Rami, Rama. Rama ist eine der beliebtesten Gottheiten in Indien. Falls du es noch nicht weißt, in Indien haben wir 36 Millionen Götter und Göttinnen. Es ist ein sehr reiches Land. Also, er ist ein glühender Anhänger von Rama. Die Anhänger in Indien, nicht heutzutage und nicht jeder, aber jene, die es wirklich ernst nehmen, sie werden kein anderes Wort aussprechen als den Namen des Gottes, an den sie glauben. Also wenn sie möchten, dass du kommst, werden sie Ram Ram sagen. Wenn sie möchten, dass du gehst, Ram Ram. Wenn sie irgendetwas wollen, Ram Ram. Kein anderes Wort, nur Ram. Die Kleidung ist nur mit Ram Ram bedruckt. Sie geben nur Ram Ram von sich. Sie leben Ram Ram. Sie widmeten Gott ihr ganzes Leben. Du bist geschickt, du bist nicht so. Du hältst dir Gott wie eine Versicherung. Falls etwas schief geht, ich habe auch meinen Premium-Beitrag bezahlt. Alles, was du tun musst, tust du selbst. Du hältst dir Gott wie eine Versicherung. Sehr geschickt. Aber dieser Mann hat sein ganzes Leben in Gott investiert. Ganz und gar. Das Alter schreitet fort. Ein klein wenig Zweifel ist gekommen. Sind hier Leute, die nicht an Gott glauben? Niemand? Keine Linken? Nein? Nur einer? Okay. Wie heißt du? John. Nur John? Sonst niemand? Ich habe Zweifel. Also, ein wenig Zweifel ist gekommen. Er weiß, es gibt Gott. Nur ein wenig Zweifel. Angenommen, es gibt keinen Gott. Ich verschwende mein ganzes Leben mit Ram, Ram, Ram. Schau, diesen Zweifel wirst du nur haben, wenn du dein ganzes Leben investierst. Wenn du nur 10 Minuten pro Woche investierst, wirst du diesen Zweifel nicht haben. Es ist in Ordnung. Was ist das Problem? Du weißt, wenn du dein Leben vollständig in Gott investierst, dann werden innerhalb von 3 Tagen Zweifel aufkommen. Verschwende ich mein Leben, indem ich das tue? Und es gibt andere Menschen, die nicht glauben. Sieh dir diesen John an. Er glaubt nicht. Auch für ihn geht morgen die Sonne auf. Auch für ihn blühen die Blumen. Auch für ihn spielt sich das Leben ab. Es sieht so aus, als ob er eine bessere Zeit hat als ich. Also ein wenig Zweifel. Er weiß, es gibt Gott. Nur ein wenig Zweifel. Jetzt, wo ein erleuchtetes Wesen da ist, will er es bestätigt haben. Aber nachdem er lange Zeit ein wohlbekannter Anhänger war, denn er ging nicht in den Tempel, er baute viele Tempel. Zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben, wie kann er fragen, ob es Gott gibt oder nicht? Also kam er am frühen Morgen, stand dort im Schatten und stellte diese unausweichliche Frage: Gibt es Gott? Gautama sah den Mann an und antwortete klar und deutlich mit Nein. Hier in dieser großen Versammlung von Anhängern war das immer ein Kampf in ihrem Kopf. Gibt es Gott oder nicht? Gibt es Gott oder nicht? Wuff!
eine riesige Erleichterung. Immer wenn sie Gautama eine solche Frage stellten, wurde er einfach still und sagte nichts. Zum ersten Mal gab er eine klare Antwort. Kein Gott. Freude verbreitete sich in der Versammlung. Dieser ganze Kampf, gibt es Gott oder nicht, ist vorbei. Der Erleuchtete hat verkündet, es gibt keinen Gott. Die Nachricht verbreitete sich in der Stadt. Den ganzen Tag über wurde gefeiert, weil... Stell dir nur diese Freiheit vor. Kein Gott bedeutet, dass niemand da oben sitzt und Buch darüber führt, was du getan hast und was du nicht getan hast, dich in der Hölle schmoren zu lassen oder dies oder das zu tun. Das Leben gehört ganz dir selbst. Also wurde den ganzen Tag gefeiert. Jeder war voller Freude. Am Abend gab es noch einmal eine Versammlung. Ein anderer Mann kam. Auch er stand im Schatten. Dieser Mann ist ein Charvaka. Charvaka heißt, in Indien gibt es Gruppen von Menschen, die als Charvaka bekannt sind. Diese Charvakas sind durch und durch Materialisten. Sie glauben an nichts, was sie nicht sehen können. Wahrscheinlich ist dies die einzige Kultur, die das erlaubt. Du kannst aktive Gottesverkünder beobachten, die von Dorf zu Dorf ziehen, um ihre Gottesbotschaft zu verbreiten. Und kein Gottverkünder, die von Dorf zu Dorf ziehen oder mit Leuten gehen und ihnen beweisen, dass es keinen Gott geben kann. Wahrscheinlich ist dies die einzige Kultur, die das erlaubt. Anderswo würden sie getötet werden. Also wenn du willst, kannst du verbreiten, dass es Gott gibt oder dass es keinen Gott gibt. Das ist wahre Demokratie, weißt du? Das gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Menschen kommen und beginnen Streitgespräche im Dorf und sie beweisen dir, dass es keinen Gott geben kann. Also, das ist ein Charvaka-Experte. An was immer du auch glaubst, wenn du 10 Minuten mit ihm sprichst, wird er dir beweisen, dass es keinen Gott gibt. Tausende von Menschen hat er bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Kein Gott, kein Gott. Das Alter schreitet voran. Ein klein wenig Zweifel kam auf. Angenommen, es gibt Gott. Wenn ich hingehe, wird er mich lassen? Und alle diese Gläubigen sagen, er hätte da oben alle möglichen Folterwerkzeuge. Nun, weil ich jedem beweisen wollte, dass er nicht existiert, foltert er mich vielleicht viel mehr. Er weiß, es gibt keinen Gott. Er hat es Tausenden von Menschen bewiesen, dass es keinen Gott gibt. Nur ein wenig Zweifel. Jetzt, wo ein erleuchtetes Wesen hier ist, will er es bestätigt haben. Also erschien er dort am Abend und stellte die gleiche unvermeidliche Frage. Gibt es Gott? Gautama sah den Mann an und sagte, ja. Abermals entstand Aufruhr. Am Morgen sagte er, es gibt keinen Gott. Sie waren alle richtig glücklich. Am Abend sagte er, es gibt Gott. Also welches Spiel versucht Gautama zu spielen? See, if you believe there is God, or if you believe there is no God, you're in the same boat. Schau, wenn du glaubst, es gibt Gott, oder wenn du glaubst, es gibt keinen Gott, sitzt du im selben Boot. Du glaubst etwas, das du nicht weißt. Ich glaube dies, du glaubst jenes. Es macht keinen Unterschied. Du kannst glauben, was immer du willst. Ja? Jeder kann glauben, was immer er will. Es muss nicht unbedingt etwas mit der Wirklichkeit als solche zu tun haben. Wenn du erkennst, dass du nicht weißt, wird das Verlangen nach Wissen in dir aufkeimen. Wenn das Verlangen erwacht, beginnt die Suche. Wenn die Suche beginnt, existiert die Möglichkeit des Wissens. Wir haben unser Bestes gegeben, um dies ins Deutsche zu übersetzen. Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir bitten für jegliche Übersetzungsfehler um Entschuldigung. Unsere Intention ist es, diese essentielle Weisheit auf Deutsch zugänglich zu machen.